Robin. Genau, Buster. Schau in beide Richtungen, bevor du die Schienen überquerst. Du liebe Güte, das war knapp. Hat Suki der Zug nicht geschaut, wo sie hinfährt? Da ist Otis, das Polizeiauto. Irgendwas muss passiert sein. Schnell, Buster, vielleicht kannst du helfen. Oh nein, Suki ist bei der Arbeit eingeschlafen. Wer weiß, wo sie hinkommt, wenn sie keine aufweckt. Was machen wir denn bloß? Warte, ich glaube, Buster hat eine Idee. Ein Tau? Guter Einfall, Buster. Du kannst Suki damit abbremsen. Gut gefangen, Robin. Genau so. Sieh! Du schaffst das. Oh nein, das Tau ist gerissen. Suki ist immer noch außer Kontrolle. Ich glaube, sie ist jetzt sogar schneller. Du musst sie einholen. Schnell. Was hat Buster jetzt gesehen? Oh nein, es ist Digger. Suki fährt direkt auf ihn zu und er hat es nicht bemerkt. Andere Schienen. Und sie gehen bergauf. Pass auf, Buster. Puh, das war knapp. Gut geduckt, Buster. Du musst die Weiche umlegen, Buster, damit Suki bergauf fährt. Beeil dich, Buster. Du schaffst das. Fast geschafft? Ja, gerade rechtzeitig. Gut gemacht, Buster. Du hast die Weiche umgelegt. Suki fährt jetzt den Hügel hinauf. Das sollte sie bremsen. Da, endlich. Sie hat sicher angehalten. Ich glaube, Suki wacht auf. Zum Glück wurde niemand verletzt. Gut gemacht, Buster. Du hast Otis geholfen und den Tag gerettet. Es ist ein sonniger Tag und Papa Bus bringt Buster zum Strand. Buster sagt Tschüss zu Mama Bus und schon geht's los. Hurra! Aber, oh je, Otis blockiert den Weg. Die Straße ist gesperrt. Buster ist sehr traurig. Aber Papa scheint eine Idee zu haben. Das ist ein toller See und sie können angeln gehen. Buster ist trotzdem enttäuscht, denn er wollte lieber zum Strand gehen. Papa zeigt ihm, wie man angelt. Wow, jetzt ist Buster dran. Buster langweilt sich. Das macht nicht so viel Spaß wie der Strand. Warum ist Papa so aufgeregt? Moment mal, da zieht was an Papas Schnur. Was kann das nur sein? Wow, Papa hat einen riesigen Fisch gefangen. Der ist so groß. Papa ist nicht stark genug. Buster geht und hilft ihm. Pass auf, Buster. Ups, sie wurden ins Wasser gezogen. Und der Fisch findet das sehr lustig. Buster und Papa Bus geben aber nicht so leicht auf. Sieht so aus, als hätten sie einen neuen Plan. Der Fisch schwimmt in dem See. Papa wirft die Angelschnur und der Fisch zieht wieder dran. Das ist wieder ein Tauziehen. Sieh mal, da ist Buster. Er treibt da im See. Aha, erwischt. Buster hat den Fisch mit seinem Netz gefangen. Toll, Buster. Papa ist sehr stolz. Gut gemacht, Buster. Der Fisch schwimmt weg. Bis zum nächsten Mal, Fischlein. Angeln hat letztendlich doch Spaß gemacht. Buster und seine Freunde machen Ferien am Strand. Was für ein toller Ausflug. Wow, das Meer sieht großartig aus. Was ist das da im Wasser? Ah, ein Hai! Buster hat große Angst. Ups, pass auf, Iggy. Mama Bus macht ein Nickerchen am Strand. Buster versucht ihr zu erzählen, was er gesehen hat. Es hatte furchterregende Flossen und sprang aus dem Wasser. Es war ein Hai. Mama Bus kann nichts sehen. Keine Sorge, Buster. Alles ist gut und Mama Bus kehrt zu ihrem Nickerchen zurück. Buster hat immer noch Angst.
Ich frage mich, ob der Hai noch da ist. Ah, ein Hai! Los, Buster, los! Ups, nicht schon wieder. Buster hat immer noch Angst, aber er möchte die Angst überwinden. Er geht wieder hin. Da ist der Hai. Warte mal, was ist los? Der Hai hat einen schmerzhaften Wackelzahn. Deshalb sprang er aus dem Wasser. Keine Sorge, Hai. Buster kann helfen. Er versucht, Mamas Aufmerksamkeit zu erregen. Sie ist wach. Sie hat ihre Tierarzttasche und Mama Bus kommt jetzt zur Rettung. Platsch! Miam, miam. Mama Bus zieht den Wackelzahn aus dem Haimund. Er ist raus. Hurra! Der Hai fühlt sich sehr viel besser. Gut gemacht, Buster. Er kann es kaum abwarten, seinen Freunden den Hai zu... Heute machen Buster und seine Familie ein Picknick. Buster ist sehr aufgeregt. Mama Bus fährt los, um Opa abzuholen. Und während sie weg ist, müssen Buster und Bandit das Picknick vorbereiten. Zuerst müssen sie die Picknickdecke hinlegen. Wow, der Wind hat sie weggeweht. Es sieht aus wie ein Umhang. Es ist super, Buster. Bandit möchte auch einen Umhang haben. Und daraus wird ein Tau ziehen. Buster stellt sich vor, dass er ein Superheld ist. Super Buster, der durch die Luft fliegt. Da ist Bösewicht Bandit. Er hat das Picknick gestohlen. Oh nein, Super Buster muss es retten. Sie rasen durch den Himmel. Los, Super Buster, los. Du kannst ihn fangen. Oh nein. Bösewicht Bandit zielt mit seinen Laserformen auf Buster. Aber Super Buster ist zu schnell. Wow, schau, wie er fliegt. Hurra! Super Buster hat das Picknick gerettet. Aber was ist das? Das ist ein riesiger blauer Laserball. Oh nein. Was macht Super Buster jetzt bloß? Aha. Er nutzt die Fahnenstange als Schläger. Zeig, was du kannst, Bösewicht Bandit. Großartiger Schuss, Super Buster. Wumm. Wow, das war ein lustiges Spiel. Aber oh nein, sie haben eine große Unordnung gemacht. Und Mama Bus und Opa sind fast hier. Was sollen sie jetzt nur machen? Schnell, sie müssen aufräumen. Als Superhelden natürlich. Super Buster und Bösewicht Bandit räumen die Stadt auf. Sogar Superhelden müssen ihre Unordnung beseitigen. Gerade rechtzeitig. Gute Teamarbeit, ihr zwei. Und das Picknick sieht hervorragend aus. Miam, miam. Lecker. All diese Superheldenarbeit hat ihnen großen Hunger verschafft. Halloween und Buster ist in Papas Haus. Er ist als Zauberer verkleidet und sehr aufgeregt. Aber er hat auch ein wenig Angst. Halloween kann gruselig sein. Papa hat eine Idee. Er will eine Geschichte von einem mutigen Zauberer, der auf ein Abenteuer ging, um Halloween zu retten, erzählen. Der mutige Zauberer ging auf die Suche, um alle magischen Halloween-Juwelen zu finden. Wow, da werden sicherlich einige Juwelen in dem Schloss sein. Aber der Legende nach werden sie von einem furchtbaren Ungeheuer bewacht. Wow, das ist ja gruselig. Aber der Zauberer ging weiter durch den tiefen, dunklen Wald, immer weiter zum Schloss.
Was für ein Geräusch! Puh! Was ist das? Ist es ein Werwolf? Ein Gespenst? Ein Wehrgespenst? Der Schatten wird immer größer. Puh, das war nur ein Kätzchen, das auf dem Holz herumsprang. Das war nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Er fand einen der besonderen Juwelen. Hurra! Endlich hat der Zauberer das Schloss erreicht. Aber wie kommt er hinein? Er muss die Zugbrücke herunterlassen. Aber wie? Aha! Natürlich mit Magie! Der mutige Abenteurer ging ins Schloss hinein. Ah! Er hat etwas Angst. Aber er beschließt, mutig zu sein und geht trotzdem hinein. Die Türen schlossen sich hinter ihm. Oh nein! Schau! Da ist ein ganzer Haufen magischer Juwelen! Hurra! Doch da ist das furchtbare Ungeheuer, das die Juwelen bewacht. Der Zauberer muss an dem Ungeheuer vorbeikommen. Moment mal. Dieses Ungeheuer ist bestimmt sehr einsam. Ganz allein in diesem dunklen Schloss. Der Zauberheld hat eine Idee. Mit Hilfe seines Zauberstabs macht er das Schloss warm und hell. Das Ungeheuer ist überhaupt nicht fürchterlich. Und er ist so glücklich darüber, einen Freund zu haben, dass er beschließt, seine Juwelen mit dem Zauberhelden zu teilen. Hurra! Buster hat viel Spaß dabei, vor seinem Haus in sehr matschigen Pfützen zu spielen. Schau, da ist Opapus. Ups, jetzt sind sie beide mit Matsch bedeckt. Aber Opa hat einen Plan. Wo bringt er Buster hin? Sie sind bei der Autowaschanlage, um sauber zu werden. Hurra! Sieht so aus, als hätte die Autowäsche keine Seifenblasen mehr. Aha, da ist die Seife. Opa fügt ein bisschen hinzu. Und Buster macht die Waschanlage an. Los, Buster, los! Moment mal. Das ist aber viel Seife, Opapus. Buster ist komplett mit Seifenblasen bedeckt. Wie lustig. Das war ein sehr guter Witz, Opa. Jetzt ist Opa dran mit dem Waschen. Sieht so aus, als hätte Buster einen Plan. Er wird sich rächen. Opa ist mit Seife bedeckt. Er sieht sehr albern aus. Sieh mal, Terry, der Traktor, ist zum Waschen hier. Wow, nicht so viel, Buster. Es ist super schaumig. Die Seifenblasen fließen über. Oh je, was für ein schaumiges Durcheinander. Otis sieht nicht sehr glücklich aus. Zeit, das Chaos zu beseitigen. Was für ein alberner Tag. Buster und Scout sind auf dem Weg von der Schule nach Hause. Tschüss, Scout. Was hat Buster gesehen? Oh, schau, da sind Diggly und Daisy. Buster will helfen. Aber Sicherheit geht vor. Schau dir diesen tollen Bauhelm an. Buster hilft ihnen, eine Kiste von Rocky, dem Flussboot, herunterzuladen. Tolle Teamarbeit. Jetzt setzen sie die Kiste auf der Baustelle ab. Herr Rubble fährt jetzt das Mittagessen holen. Bis später, Herr Rubble. Oh nein! Die Kiste sinkt in den Matsch. Los, Buster, los! Oh nein, jetzt steckt Buster auch im Matsch fest. Daisy zur Rettung.
nein, das hat nicht geklappt. Was ist das? Diggli hat sich an den Kran angeschlossen. Und er zieht Buster raus. Es klappt! Nur ein bisschen mehr? Ups! Jetzt stecken sie alle fest. Und Herr Rubble hat es nicht bemerkt. Aber Buster hat einen Plan. Er wickelt das Kabel um den Kran und macht es an der Kiste fest. So können sie sich selber herausziehen. Fantastische Idee, Buster. Diggli und Daisy ziehen nicht gleichzeitig am Tau. Aber sie müssen zusammenarbeiten. Genau so. Hurra! Es hat geklappt! Herr Rubble hat sie immer noch nicht gesehen. Sie ziehen die Kiste schnell heraus. Alles ist wieder wie vorher. Naja, nicht genau wie vorher. Sie sind alle voller Matsch. Zeit, sauber zu werden. Herr Rubble duscht sie alle mit dem Schlauch ab. So, das ist viel besser. Jetzt ist es Zeit fürs Mittagessen. Miam, miam. Aber was ist das? Herr Rubble ist direkt in den Matsch gefahren. Keine Sorge, Herr Rubble. Wir wissen, was zu tun ist. Papabus und Buster fahren über die Hügel. Oh, schau, da ist ein Babyreh. Wovor läuft es denn weg? Es ist Traxxon, der Zug. Oh nein, was ist los? Traxxon kann nicht anhalten. Schnell, Buster und Papabus zur Rettung. Oh nein, er wird schneller. Papabus ruft Otis das Polizeiauto. Es ist ein Notfall. Ah, da ist ein Ast auf den Schienen. Papabus greift ein und entfernt ihn. Hurra, gut gemacht, Papabus. Sieht so aus, als würden die Schienen da vorne abweichen. Papabus und Buster ziehen an den Hebeln, um die Richtung der Schienen zu wechseln. Aber oh nein! Terry überquert die Schienen. Schalte sie schnell um. Das war knapp. Jetzt fährt Traxxon nur noch im Kreis. Ihm wird schwindelig. Oh nein, pass auf! Puh, Papa hat's gerade noch geschafft. Sieht so aus, als hätte Buster einen Plan. Sie müssen Traxxon zu den Hügeln leiten. Der Hügel bremst ihn. Er hat angehalten. Hurra! Los, Buster! Otis ist jetzt auch angekommen. Es sieht gar nicht nach einem Notfall aus. Ups. Schau, da ist Bandit. Er kommt heute Buster besuchen. Bandit ist sehr aufgeregt. Ich frage mich, warum. Wow, was für ein cooler Dinosaurier, Buster. Und Bandit hat auch einen. Los geht's zum Spielen im Park. Sie haben sehr viel Spaß beim Spielen mit den Dinosauriern. Warte mal, was ist das? Ist das etwa ein Dinosaurier? Buster und Bandit nutzen ihre Vorstellungskraft und tun so, als gingen sie auf ein Dinosaurierabenteuer. Was war das? Das ist ein T-Rex. Lauf! Los, los, los!
Wie kommen sie darüber? Schnell, der Dinosaurier kommt! Aha, Buster hat sein Cowboy-Lasso. Los, Buster! Aber Bandit ist etwas nervös. Na los, Bandit, du schaffst das! Bandit stellt sich seiner Angst. Juhu! Gut gemacht, Bandit. Hier kann der T-Rex sie auf gar keinen Fall erreichen. Oh oh. Oder vielleicht kann er es doch. Schau, sie können sich hinter dem Baum verstecken. Schnell, Bandit. Sekunde mal. Ein Ei? Oh, der T-Rex hat sie gar nicht gejagt. Er hat nur nach seinem Ei gesucht. Oh nein! Es rollt auf die Klippen zu. Schnell, Buster! Puh. Das Ei ist jetzt sicher. Der Dinosaurier ist Buster sehr dankbar. Was für ein lustiges Spiel. Und es war gar kein echter Dinosaurier. Es war nur Diggly und er hatte nach seinem Ball gesucht. Jeder liebt es, Dinosaurier zu spielen. Brüll! Brüll! Was für ein fantastischer Tag im Park. Es ist fast Weihnachten, aber es sieht so aus, als hätte es noch nicht geschneit. Oh, was macht Buster? Buster hat für seine beste Freundin Scout einen Weihnachtsbilderrahmen gemacht. Er sieht großartig aus. Gut gemacht, Buster. Er will ihr den Bilderrahmen jetzt sofort geben, aber er muss sich erst fertig machen. Es fängt an zu schneien. Tada! Hier ist Weihnachtsbuster. Er ist als Weihnachtsmann verkleidet. Es ist Zeit, das Geschenk zu Scout zu bringen. Sie wird so glücklich sein. Oh nein, es hat geschneit. Da ist so viel Schnee. Wie sollen sie jetzt den Weihnachtsmarkt erreichen? Vorsicht, Buster. Eis kann sehr rutschig sein. Oh oh, Buster rutscht überall rum. Pass auf! Upsi! Papa kommt zur Rettung. Alles gut, Buster. Aber ich glaube, Papa hat eine Idee. Ich frage mich, was Papa macht. Wow, ein Schlitten! Sie können damit über den Schnee fahren. Yippie! Das wird ein Spaß. Buster, warte! Buster ist so schnell, Papa kann kaum mithalten. Oh, langsamer, Buster! Was für ein Glück, dass er in dem großen Schneehaufen gelandet ist. Oh, Papa hat auch Probleme. Pass auf! Vielleicht sollte Buster das nächste Mal auf Papas Hilfe warten. Buster, pass auf! Oh nein, der Schlitten ist kaputt. Jetzt kommen sie wohl doch nicht zum Markt. Aber schau, ich glaube, vielleicht hat Buster jetzt eine Idee. Buster hat zwei Teile vom kaputten Schlitten zusammengesteckt. Was hat er gebaut? Oh, es ist ein Schneepflug. Los, Buster. Sie haben es geschafft. Sie haben die Straße sicher erreicht. Gute Arbeit. Und jetzt können Sie das Geschenk zu Scout bringen. Da ist Scout auf dem Weihnachtsmarkt. Und hier ist Buster. Zeit, ihr endlich das Geschenk zu geben. Oh. Scout liebt ihr Geschenk. Scout ist sehr dankbar. Gut gemacht, Buster. Frohe Weihnachten. Was wird Buster heute nur machen?
Vielleicht wird Opa mit ihm spielen. Oh, der Kuchen sieht sehr lecker aus. Opa hat eine Idee. Sie können selber einen Kuchen backen. Sie fahren zum Supermarkt, um die Zutaten einzukaufen. Mehl, Eier, Milch und Puderzucker. Oh, Mira kauft auch ein. Und Terry Traktor. Buster düst los, um die Zutaten zu finden. Aber Opa erinnert ihn, im Supermarkt nicht zu rasen. Da ist das Mehl. Aber Mira braucht auch Mehl. Ihre Einkaufsliste ist die gleiche wie Busters. Sie will auch Kuchen backen. Und beide brauchen das Mehl. Und jetzt geht es darum, wer zuerst die Zutaten bekommen wird. Da ist die Milch. Buster kam zuerst an. Ups, Entschuldigung, Herr Lehrer. Sie gehen so schnell sie können, aber... Buster und Mira müssen vor Terry und Opa langsam fahren. So langsam. Und los geht's wieder. Los, Buster, da sind die Eier. Platsch! Oh je! Und da ist der Puderzucker. Da ist ja nur eine Packung übrig. Wer die wohl bekommt? Oh nein, Mira rutscht. Pass auf! Ah, Buster möchte, dass Mira die letzte Packung Puderzucker nimmt. Aber sie möchte, dass er sie nimmt. Buster hat eine Idee. Oh, sie haben die Zutaten geteilt und zusammengearbeitet, um einen großen Kuchen zu backen. Lecker! Gute Teamarbeit, ihr alle! Buster, Bandit und Mira spielen mit ihrem Fußball. Papa angelt. Keine Fische heute. Das ist ein starker Schuss, Mira. Wow, noch stärker! Wow, pass auf, Mira! Aber da stimmt was nicht. Miras Lieblingshut. Der Fußball hat ihn runtergestoßen. Sie können Miras Hut nirgendwo sehen. Er ist verloren. Mira ist sehr traurig. Das war ihr Lieblingshut. Aber es sieht so aus, als wüsste Buster, wie er zu finden sei. Sie werden ihre Vorstellungskraft nutzen und die Suche in ein Spiel verwandeln. Wo könnte der Hut sein? Oh, das sind aber sehr große Fußabdrücke. Ich frage mich, wo die hinführen. Es ist ein Dinosaurier. Und er trägt Miras Hut. Rennt weg! Gefallen. Pass auf! Warte! Der Dinosaurier hat sein Spiegelbild gesehen. Ich glaube, er mag den Hut.
aber der gehört Mira. Und sie möchte ihn zurückhaben. Guter Schuss, Mira. Oh nein, der Hut fliegt genau auf den Vulkan zu. Wie sollen sie ihn jetzt nur wiederbekommen? Buster wird es schaffen. Er muss nur seine Vorstellungskraft nutzen. Er ist Super Buster. Los, Buster. Er hat's geschafft. Er hat Miras Hut wieder. Sie haben ein lustiges Spiel gespielt und sie haben Miras Hut gefunden. Alles macht mehr Spaß, wenn du deine Vorstellungskraft nutzt und es in ein Spiel verwandelst.